Bianca Praetorius ist in der digitalen Welt zu Hause. Als Coach für Gründer von Technologie-Startups kommt sie immer wieder mit Themen wie Digitalisierung, Automatisierung oder künstliche Intelligenz in Berührung. Und das hat sie zu dem Schluss gebracht, dass die Welt sich in einem tiefgreifenden Wandel befindet und die Politik trotzdem die Technologie noch immer als Nischenthema behandelt. Das will Bianca Praetorius mit politischen Mitteln ändern. Zwei Parteien hat die 35-jährige Frankfurterin bereits mitgegründet. Demokratie in Bewegung und Demokratie in Europa. Beide Teil eines linken gesamteuropäischen Bündnisses, das Europa demokratischer machen will. Gemeinsam mit dem ehemaligen griechischen Finanzminister Yannis Varoufakis und anderen Mitstreitern aus Europa und der ganzen Welt kämpft Bianca Praetorius unter anderem für die ökologische Wende, einen Green New Deal. Und auch die Auswirkungen der Digitalisierung sollen stärker in die Politik einfließen. Denn Bianca Praetorius ist überzeugt, Technologie und Politik gehören zusammen. Ja, sie ist einfach Vorbild für sehr viele junge Leute und Aktivisten in Europa. Sie sind auch Aktivistin, Bianca Praetorius, Gast des Tages und Mitbegründerin von Demokratie in Bewegung und Demokratie in Europa. Ist Greta Thunberg auch für Sie inspirierend? Auf jeden Fall zu 100%. Ohne Greta Thunberg wäre das Thema Klimakrise und dass wir jetzt handeln müssen gar nicht so laut, wie es jetzt gerade ist. Das heißt, diese junge Frau hat uns einen Bärendienst erwiesen, dass sie sich da so eingesetzt hat und diesen Wind gemacht hat, den sie jetzt auch macht. Mhm. Manche sagen ja, jetzt geh mir mal weg mit diesen apokalyptischen Moralpredigten. Die sagen, dass, naja, die apokalyptischen Moralpredigen sind ja erstmal nur das, was die Wissenschaft seit 30 Jahren versucht zu erzählen und Gehör zu finden. Und jetzt durch diese sehr junge Person hat es endlich Gehör gefunden. Das bedeutet, wenn es dazu führt, dass man merkt, okay, vielleicht muss ich tatsächlich mal was machen, vielleicht müssen wir dieses Gespräch gesellschaftlich führen, was wir jetzt tun, dann ist das Beste, was passieren konnte. Dann nehmen Sie auch die Apokalypse. Ja, also es ist ja erstmal wissenschaftlich fundiert, dass es tatsächlich richtig böse ist. Und man kriegt es ja auch mit. Diesen Sommer hat es, glaube ich, jeder gespürt, dass es ein Ticken zu warm war, ein Ticken zu viel. Man sieht die Bilder, ist alles ja kein Geheimnis, dass es eben keine Erfindung ist und ganz weit weg von Verschwörungstheorien. Sie gehen trotzdem ziemlich weit in Ihren politischen Forderungen, wenn ich das richtig verstehe. Denn Sie wollen einen grünen New Deal für Europa, ökologisch nachhaltig, sozial gerecht. Wo würden Sie denn jetzt ansetzen, wenn Sie zum Beispiel schon in der Regierung sitzen würden? Also der erste Schritt ist, dass wir, glaube ich, massiv investieren müssen in die erneuerbaren Energien, die ja auch schon da sind. Das heißt, irgendwie, was Wind und Solar in den letzten 20 Jahren für eine Entwicklung gemacht hat, wie effektiv die jetzt sind, da ist eigentlich nicht mehr viel zu tun, um die dann so zu implementieren, dass sie das machen, was sie können, und zwar Wind und Sonne zu Energie zu umzuwandeln. Und ich glaube, diese infrastrukturellen Investitionen, die müssen wir massiv tätigen. Und das wäre, glaube ich, der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist, dass die soziale Verträglichkeit von dieser Energiewende ist so wichtig, weil wir leben am Ende des Tages in Demokratie. Man muss jeden mitnehmen. Und diese Jobs, die dadurch kommen, wenn man diesen massiven Investitionen in grüne Infrastruktur macht, das ist ja ein Riesengewinn für alle. Und auf einmal hat man das Gefühl, okay, ich bin Teil von dieser Wende und das ist ja erstmal was Gutes. Sie glauben an die Zukunft. Das stimmt schon mal. Wir schauen uns mal, auf welche Weise Sie sich dieser Zukunft bisher genähert haben. Bianca Praetorius ist in der digitalen Welt zu Hause. Als Coach für Gründer von Technologie-Startups kommt sie immer wieder mit Themen wie Digitalisierung, Automatisierung oder künstliche Intelligenz in Berührung. Und das hat sie zu dem Schluss gebracht, dass die Welt sich in einem tiefgreifenden Wandel befindet und die Politik trotzdem die Technologie noch immer als Nischenthema behandelt. Das will Bianca Praetorius mit politischen Mitteln ändern. Zwei Parteien hat die 35-jährige Frankfurterin bereits mitgegründet. Demokratie in Bewegung und Demokratie in Europa. Beide Teil eines linken gesamteuropäischen Bündnisses, das Europa demokratischer machen will. Gemeinsam mit dem ehemaligen griechischen Finanzminister Yannis Varoufakis und anderen Mitstreitern aus Europa und der ganzen Welt kämpft Bianca Praetorius unter anderem für die ökologische Wende, einen Green New Deal. Und auch die Auswirkungen der Digitalisierung sollen stärker in die Politik einfließen. Denn Bianca Praetorius ist überzeugt, Technologie und Politik gehören zusammen. Ja, das glaubt ja auch der zuständige Minister Andreas Scheuer von der CSU und fuchtelt dann bei so einer Computerspielpreisübergabe gerne mit einem Laserschwert rum. Ja. Geht es in die richtige Richtung? Oh Gott, es tut mir so weh, jedes Mal das zu sehen, weil es so die Bemühtheit zeigt, dass man jetzt gemerkt hat, oh, Technologie scheint ein Thema zu sein. Ich schmeiße mir irgendwie so ein Laserschwert in die Hand und dann war es das. Sie haben keins zu Hause? Ich habe tatsächlich kein Laserschwert zu Hause. Nein, ja. Aber Sie coachen
Technologie-Startups. Genau. Da geht es ja schon so ein bisschen in eine wirtschaftlichere, ernsthafte Richtung. Ja. Was wäre denn dann wichtig, wenn man nicht nur rumfuchtelt, sondern was anpacken will? Also die Momente, in der ich diese sehr, sehr jungen Technologiefirmen coache, ist immer so 3-4 Jahre, bevor die wirklich einen Impact haben im Markt. Das bedeutet, man hört von, also es gibt keinen Service, der nicht irgendwie daran arbeitet, Dinge zu automatisieren, Dinge zu digitalisieren und Dinge auf Blockchain zu setzen. Und das hat natürlich einen viel tiefer greifenden Effekt auf die Gesellschaft und die Welt, wie sie heute verstehen, als nur ein Laserschwert. Und dieses Gespräch findet aber in der Politik nicht statt. Das heißt, da heißt dann, ach, Internet, das sind die Leute im Netz und naja, da gehen wir mal auf eine Game-Konferenz. Und das ist halt viel subtiler und viel mehr, weil dieser technologische Wandel, der immer so gepriesen wird, der ist vor allem erstmal ein kultureller Wandel. Und dass der stattfindet in Politik, das ist mir so dringend, weil... Wie versuchen Sie, die Leute zu überzeugen? Super Frage. Wie ich sie versuche zu überzeugen, dass das ein kultureller Wandel ist, ist erstmal, um darüber zu sprechen. Das bedeutet, ich war nie jemand, der unbedingt die Politik und Parlamente wollte, aber durch das Sehen, dass es dort zu wenig über die Automatisierung gesprochen wird, über was das mit dem Arbeitsmarkt macht, über warum diese Klimakrise ja da ist, hat ja irgendwas mit Wirtschaft zu tun, hat ja irgendwas damit zu tun, dass wir in einem System leben, was auf Wachstum beruht, wenn wir auf einem endlichen Planeten leben. Und solche Fragen werden so nicht wirklich gestellt. Und ich glaube, die werden langsam lauter, dass Leute... Das ist ja Kapitalismuskritik, ja. Wenn ich das jetzt mal benennen darf. Ja. Damit sind Sie auch angetreten, 2019 bei der Europawahl. Auf einer Liste der Demokratie in Europa-Bewegung mit Spitzenkandidat Yannis Varoufakis. Wir kennen den griechischen Politrebellen noch ganz gut. Und dabei haben Sie dann aber den anderen linksgerichteten Parteien Stimmen abgegraben. Das kann ja auch nicht der Sinn sein, oder? Ja, das ist wahnsinnig bitter. Also es gibt, glaube ich, sehr viele, die dieselben Wünsche haben und dieselben Ideen. Und die sind dann gezwungen, dass man sich irgendwie einander schlecht machen muss, obwohl man dasselbe möchte. Das bedeutet, erstmal ist das, was für die Europawahl möglich war, weil es eben keine 5%-Hürde gab, war erstmal die Möglichkeit in diesem Labor von, wie könnte denn Demokratie für das 21. Jahrhundert überhaupt aussehen, weil wir zurzeit mit Parteien und Konstrukten arbeiten, die eigentlich aus dem letzten Jahrhundert sind. Und wir merken, das, was das Internet und Technologie gemacht hat in unserer Gesellschaft, das scheint irgendwie nicht zusammenzupassen. Nee, ich finde das total undemokratisch manchmal. Geht es Ihnen nicht so? Das Internet. Das Internet ist jetzt gerade quasi in den Babyschuhen noch. Das heißt, erstmal, wenn man aufs Internet denkt, dann geht es da ganz schön böse einher. Wenn ich jetzt zum Beispiel als Frau in die Öffentlichkeit Politik gehe, es ist eine unfassbar unangenehme Erfahrung, weil man erstmal nur dem öffentlichen Gespräch ausgesetzt ist. Und das glauben Sie, ist. Das geht vorbei? Ich glaube, da sind wir gerade an dem Zeitpunkt als Gesellschaft, dass wir dafür Mittel finden. Zum Beispiel... Ich wollte mal so ein Beispiel, als die Menschen angefangen haben, Essen zu kochen und nicht wussten, dass man sich vielleicht vorher die Hände wäscht, weil man sonst Bakterien reinholt. Das mussten die auch erst mal lernen. Und dann haben sie daraus eine Kultur gemacht. Aha, vom Essen, Hände waschen, dann Essen. Und diesen Moment hatten wir noch nicht mit dem Internet. Das bedeutet, wir fangen langsam an zu lernen, wie können wir kulturell miteinander leben, wenn plötzlich alle hörbar sind und alle sichtbar sind, was super ist, aber eben das dann zur Folge. Sie geben Coachings, wenn man zum Beispiel TED-Talks halten möchte oder einen überzeugenden Pitch machen möchte. Ist Performance in diesen YouTube-Zeiten alles? Oh Gott, auf gar keinen Fall. Aber Performance, also was heißt Performance? Es geht immer um Inhalte. Und wie diese Inhalte hörbar gemacht werden. Das ist eine Phrase, das ja. Mit den L-Halten. Also zum Beispiel dieses Rezo-Video. Das, ja. Das ist ja super. Sie sagen, ein YouTuber, der irgendwie den etablierten Parteien, speziell Union und SPD, ja. Viel Kritik entgegengebracht ja. Hat wegen der Klimapolitik. Genau, das war inhaltlich wahnsinnig gut gemacht, aber dargeboten, sodass die Leute, denen immer gesagt wurde, ach, die Millennials können doch nicht länger als 3 Minuten zuhören, konnten auf einmal eine Stunde lang zuhören. Warum? Weil der Inhalt relevant war und weil es trotzdem so dargeboten war, dass man zuhören konnte. Das heißt, ich konnte da nicht so lange zuhören, ich habe es trotzdem angeguckt. Ja, weil das dieser Style ist, dieses voll krass und so. Und es war inhaltlich bombensicher und wirklich gut gemacht. Ach, das war so. Super. Sie beurteilen das vielleicht auch von einer anderen Perspektive. Mhm. Wollten Sie früher mal Schauspielerin werden? Denn Sie haben eine Ausbildung gemacht. Ja, also ich glaube, tatsächlich habe ich am Anfang meines Lebens irgendwie im Theater und gemerkt, dort wird Welt, Politik, Tod, Liebe werden große Themen verhandelt, auf eine Art, wo sie dargestellt werden, verkörpert werden. Und irgendwie kam es mir so vor, da scheint gesellschaftlich was zu passieren. Dann war ich im Theater und gemerkt, irgendwie ist da halt nicht, wo der wirkliche Impact passiert, sondern nur auf der Bühne, wo man drüber redet, in einer Blase, wo man halt drüber redet. Und das hat mich dann zu Entrepreneurship und Startups gebracht, weil die Leute, die jungen Leute, die vor 30 Jahren, 20 Jahren Regisseur und Film und Theater machen würden, würden heute sagen, ich gründe ein Unternehmen und
mache Social Impact und baue Lösungen, wie ich mir die Verbesserung der Welt vorstelle. Und deswegen ist die Entrepreneurship-Welt und die Startup-Welt so inspirierend, weil sie tatsächlich einen Wandel bringt. Deswegen weg. Das klingt spannend. Geständnisse jetzt mal, Bianca Pretorius. Auf welches technische Szenario der Zukunft freuen Sie sich besonders? Ich freue mich auf Virtual Reality, also auf die Momente, wenn ich so eine Brille aufhabe und tatsächlich eine Welt mich bewegen kann, weil ich es für einen großen Empathie-Booster halte. Wenn ich auf einem Bildschirm etwas sehe, dann ist es noch entfernt. Sobald ich mich darin bewege, kann man menschliches Empfinden gar nicht anders. Aber brauche ich nicht die Distanz, um zu verstehen, bevor ich handle? Ja, aber ich brauche auch die Nähe, um zu fühlen und zu begreifen, was es heißt. Und dürfte dann die Crème Brûlée, die Sie so mögen, angeblich auch von Robotern zubereitet werden? Auf jeden Fall. Also das Schönste, die Hannover Messe, wenn man dann so auf die Automatisierungsebene geht und Roboter. Es gibt Menschen, die gehen, gucken sich die Roboter an und haben total Angst. Und ich gehe auf diese Robotermesse und denke mir, toll, was wir als Gesellschaft geschafft haben, dass wir diese Arbeit abgeben können an Maschinen. Haben Sie denn einen zu Hause? Ich habe mehrere, Roboter sind die erstmal Dinge, die automatisch, Maschinen, die automatisch dran machen. Ich habe keinen Roboter, der was mit der Hand machen kann, weil es noch zu früh ist dafür. Aber ich habe alles, was ich automatisieren kann, automatisiert. Und also der Kühlschrank geht von selber an und aus? Und ja, das sind die kleinen Spielereien, die braucht man ja nicht. Es geht ja viel mehr um die großen Dinge, die man automatisieren kann. Die Jobs, die automatisiert werden können, die werden automatisiert. Ein Beispiel. Ein Beispiel. Zum Beispiel autonomes Fahren ist, glaube ich, das Gängigste. Aber auch alles, was an Voice Interface passiert. Also das, was jetzt so an Servicegesprächen, man ruft wo an, da ist jemand da, man geht wo einkaufen. Diese Dinge werden nach und nach durch künstliche Intelligenz so gut ersetzt, dass es einfach Jobs sind, die wegfallen. Und sogar Jura-Roboter gibt es einfach so wahnsinnig schlaue Dinge, die das Wissen von 8 Jahre Jurastudium plötzlich abrufen lassen. Und das gibt es aber auch was Roboter nicht ersetzen können. Ich glaube daran. Sie lieben auch Bäume. Mhm. Sind Sie auch eine Kandidatin fürs Waldbaden, wo man also alles zu Hause lässt, auch das Handy, und nur Stück für Stück einfach mal diese Natur auf sich wirken lässt und nur die ganz kleinen Dinge sieht und nichts dabei tippt, wischt oder so. Machen Sie das? Können Sie das? Sind Sie der Leiter? Natürlich, zu 100%. Also quasi die Wälder und die Natur ist das, was die Roboter nicht können, ist nämlich alles, was Empfindung ist. Jeder Mensch, der in irgendeiner Weise mal sich Natur ein bisschen anguckt, kann gar nicht anders als vor Demut so ein bisschen niedersinken, weil man merkt, ach stimmt, die Natur hat ja mit mir zu tun, ohne Natur wären wir alle nicht. Das heißt, jeder, der sagt, ach, Natur ist nichts für mich, der hat, glaube ich, den Schuss nicht gehört, warum er überhaupt auf dieser Welt ist. Das heißt, natürlich. Man hört, dass Sie aus Frankfurt kommen, wie auch der große Johann Wolfgang von Goethe. Sind denn da noch ein paar Zeilen bei Ihnen hängen geblieben? Nee, dieses ganze Zitieren, also Goethe, ich könnte jetzt irgendwie Faust zitieren, aber es interessiert mich so herzlich wenig. Aber Sie könnten es zitieren? Ja, ich glaube, man ist, wenn man durch die Schullaufbahn da schon gegangen ist, dann hat man das auch mal machen müssen. Aber mein Interesse liegt in der Zukunft und nicht in diesem Museumsvergangenheitsbeschau. Deswegen. Dann müssen Sie jetzt ganz stark sein. Aber wobei, es gibt auch einen aktuellen Preis. Ich danke Ihnen für den Besuch hier im Tag, Bianca Pretorius. Dankeschön.